Ja, wir haben uns in den letzten Wochen mit Evolutionstheorien beschäftigt. Dazu gab es zwei Vertreter, ganz wichtig, Lamarck und Darwin. Es gab den Darwinismus und den Lamarckismus. Dazu drei Fragen. Der lateinische Name für Finken? Luisa. Fringillide. Sehr gut. Und natürlich der lateinische Name für Giraffe? Clara. Giraffa camelopardalis. Ja, sehr gut. Und ein kleines Gedankenexperiment von Geschichte ausgehend, wenn Darwin Cäsar gewesen wäre. Welche ist deine letzte Woche? Sehr, sehr gut. Gut reagiert. Und jetzt kommt eine letzte Frage für Amy, weil sie so super mitarbeitet, wirklich wieder. Von welchem Tier stammt der Mensch ab? Bananen? Uga, Uga? Ja, schade, dass man von dir nicht mehr erwarten kann. Hausaufgaben zur nächsten Woche. 60 Seiten Abhandlung Evolutionstheorie. Warum nur 60? Kannst auch 80 machen. Nein, stell dich doch Fachschritte, du bist wichtiger da. Nein, Quartierodemonstrator. Wir müssen noch schnell die Tabelle einfügen, damit das die Präsentation gut wirkt. Ja, okay, aber wir müssen uns beeilen. Frau Meier kommt gleich. Und das hat dann noch alles funktioniert. Ja, aber ich möchte den Infolehrer holen. Ja, warte. Also, ich dachte, er ist noch unterwegs. Oh nein, Mist, das funktioniert. Warum ausgerechnet jetzt nicht? Oh, Mann. Oh, Mist. Was sollen wir machen? Sonst fliegen wir von der Schule. Ja. Was können wir jetzt machen? Warum ausgerechnet jetzt nicht? Sonst hackt dich das System oder so. Warte mal. Den Infolehrer können wir jetzt auch nicht holen, der hat einen Unterricht. Ja. Oh.